Willkommen zurück bei Stalker. Ja, wir haben uns letzte Folge hier wieder ins Loch verkrochen, um nach Nahrung zu suchen. Das ist eine gute Idee, ist eine schlaue Idee. Ich glaube nicht. Aber ich wüsste auch sonst nichts, was wir machen könnten. Unser Typ hat kaum mehr Ausdauer. Ich habe keine Ahnung, was mit dem los ist. Man sieht hier auch nur die Parameter, aber ansonsten nicht viel. Ein Stalker töten, Auftrag fehlgeschlagen, ist mir eigentlich egal. Hier schlagen so viele Aufträge fehl. Und jetzt kommt auch wieder dieses Symbol mit der Nahrung. Und so wie es aussieht, können wir den Hunger nicht wirklich stillen. Er ist erschöpft. Auftrag fehlgeschlagen, Lager vernichtet. Ist mir auch egal. Er ist einfach komplett erschöpft. Ich denke mal, es liegt wirklich am Hunger. Mir würde jetzt aber auch tatsächlich keine andere Möglichkeit mehr einfallen. Ja, ich habe ja letzte Folge schon gesagt, vielleicht notfalls oder im schlimmsten Fall müssen wir das Let's Play ganz einfach abbrechen. Beziehungsweise neu anfangen. Das Spiel ist ja eigentlich dafür vorgesehen, wenn man stirbt, ist man komplett tot. Aber ich will es eigentlich auch gar nicht. Es ist ein schönes Spiel, leider etwas schlecht gealtert, meiner Meinung nach. Aber jetzt nochmal durchspielen. Müsste jetzt auch nicht unbedingt so sein. Nahrung haben wir jetzt leider keine mehr. Und natürlich super duper Hunger. Also ich glaube. Spiel aus. Wow. Ich glaube, für damalige Verhältnisse ist es echt ein cooles Spiel gewesen. Heute kann man jetzt echt drüber streiten. Ich weiß halt jetzt echt nicht, was ich tun soll. Wir könnten noch mal ganz zurück, aber da könnten wir genauso gut neu anfangen. Da könnten wir echt genauso gut neu anfangen. Die anderen Speicherpunkte helfen uns halt auch nicht großartig weiter. Wir schauen uns noch mal oben. Und wie gesagt, im schlimmsten Fall breche ich das Let's Play ab und dann folgt aber ein anderes dafür. Es wird, glaube ich, auch nicht allzu oft geschaut. Also ich hoffe mal, das wird von euch niemand großartig vermissen dann. Amnesia ist da deutlich beliebter. Und ich muss auch sagen, macht mir deutlich mehr Spaß, auch wenn es extrem gruselig ist. Die Musik, dieses Lied, was da immer und immer wieder läuft, wenn man irgendwo hinkommt, wo ein Radio steht, das finde ich ziemlich fett. Weiß da zufällig einer, ob das ein eigenproduziertes Lied für dieses Spiel ist? Hier hört man es wieder im Hintergrund. Ist das ein eigenproduziertes Lied? Beziehungsweise kann mir vielleicht sogar jemand sagen, wie das heißt? Würde ich mir gerne mal ganz anhören und nicht immer die Ausschnitte aus dem Spiel. Das finde ich halt echt auch bei diesem Spiel so komisch. Dass man eben nicht wirklich sieht, ob man getroffen hat, inwiefern man trifft. Ich habe keine Ahnung, wo meine Kugeln hinfliegen. Ganz einfach. Das finde ich etwas merkwürdig. Da hätten sie sich ein bisschen Mühe geben können. Das war zum damaligen Zeitpunkt, sprich 2007, aber auch schon möglich. Also da können sie sich nicht rausreden von wegen, die Technik hätten sie nicht einfügen können oder das wäre damals nicht möglich gewesen. Das war damals möglich. Da gibt es genug Beispiele für.
Links, Call of Duty Modern Warfare 1, war das nicht auch 2007 oder 2008, irgendwie um den Dreh rum? Die hatten es auch. Also es ist möglich gewesen. Ich versuche jetzt einfach nochmal irgendwie hier in die Militärstation reinkommen. Vielleicht bekommen wir diese Aufgabe erledigt. Wer weiß, vielleicht bekommen wir es ja tatsächlich erledigt und haben irgendwie einen Glücksfall von wegen bestimmten Nahrung oder es kommt irgendwie eine Katze, dass wir beim Händler wieder landen, irgendwie sowas. Würde es jetzt ungern abbrechen, ich breche Spiele ungern ab, ihr wisst das. Ab und zu muss es einfach sein, beziehungsweise auch wenn ich mal wirklich keine Lust mehr auf was habe, dann muss ich es einfach abbrechen, weil das bringt euch nichts, das bringt mir nichts. Aber ich tue es tatsächlich sehr, sehr ungern. Gerade auch bei einem Spiel, welches mir eigentlich Spaß macht. Aber ich fände es tatsächlich besser, wenn das etwas mehr in Richtung DayZ gehen würde. Also etwas weniger Quests oder andere Quests. Dafür mehr sammeln, überleben, beuten und so weiter. Das fände ich ziemlich cool. Aber ist halt ein Spiel für sich. Kann man jetzt nicht unbedingt vergleichen. So, komm hierher. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, man bekommt nicht immer gleich schnell Hunger. Irgendwie, manchmal dauert es länger, manchmal dauert es nicht so lang. Habe ich ihn erwischt? Nee, habe ich nicht. Der lebt noch. Du siehst halt auch wirklich kein Stück, ob die Gegner verletzt sind, ob du sie getroffen hast, wie viel sie noch aushalten. Irgendwie einfach so eine kleine Anzeige, um irgendwie festzustellen, inwiefern dieser Soldat noch am Leben ist, wäre super. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Oh! Alter, da kriecht er sich im Busch. Ich dachte gerade schon, wo ist denn der? Sind wir überall noch in der Müllhalde, hier sogar noch beim Cordon oder wie man das auch ausspricht. Nee, Leute, also ich glaube, wir brechen das Let's Play jetzt hier an dieser Stelle ab. Wisst ihr, selbst wenn ich das jetzt gepackt hätte, diesen Kampf, dann wäre ich wahrscheinlich wieder am Hunger gestorben. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich den Hunger wegbekomme, weil wir haben ziemlich viel Zeug in uns reingestopft und dann bin ich irgendwie trotzdem wieder gestorben. Ich meine, von 4 Broten und 4 so Dosen, Fleisch, was auch immer Sachen, da wird man doch eine Weile lang satt von. Also deshalb, ich verstehe das ganz und gar nicht. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht allzu enttäuscht. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben, vielleicht lässt sich's einrichten, noch ein weiterer Teil von Stalk anzuschauen. 3 oder 4 gibt's insgesamt. Das hier ist der erste Teil, ich kann's nochmal zeigen. Hat sogar noch die alte USK-Einstufung.
sprich das alte Emblem. Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, ob ihr es jetzt schade findet oder ob ihr das eh nicht so verfolgt habt, wie eure Meinungen dazu sind und ob ihr vielleicht einen zweiten oder einen dritten Teil sehen wollt von Stalker. An sich ist es kein schlechtes Spiel. Es ist sehr schlecht gealtert, das gebe ich zu, aber es ist nicht schlecht. Aber manchmal hat es halt noch seine Sachen, die wieder unlogisch sind. Und ihr wisst, ich reagiere auf unlogische Sachen meist sehr, sehr aggressiv. Und ja, also jetzt zu diesem Zeitpunkt muss ich echt sagen, ich habe keinen Spaß mehr bei diesem Spiel. Auch durch diesen Hunger. Es leuchtet mir nicht ein, wie das berechnet wird, wann dieser Charakter Hunger hat. Wir hatten jetzt keine Ahnung, wie viele Stunden wir insgesamt gespielt haben. Kein einziges Mal Hunger. Wir haben uns sehr, sehr wenig geheilt. Sprich, wir haben allgemein sehr, sehr wenig gegessen. Und jetzt plötzlich hat er Hunger und wird nicht satt. Er wird zu einem nimmer satt. Aber lassen wir das. An dieser Stelle beende ich dann das Let's Play. 12 Folgen haben wir geschafft. Da ist jetzt nicht so die Masse, aber immerhin. Es wird was nachrücken. Ich überlege mir irgendwas. Vielleicht jetzt endlich auch mal die Story von, also die Kampagne von Call of Duty World at War. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Video. Drückt fleißig die Daumen. Drückt fleißig die Daumen bei Amnesia. Und kommentiert fleißig. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao.